Juni ist Pride Month und um alle möglichen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten zu feiern und zu zelebrieren und einer liebgewonnenen Tradition hier auf diesem Kanal zu folgen, lese ich im Juni wieder nur Bücher mit LGBTQIA+-Bezug und genau diese stelle ich euch heute vor. Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir wieder für den Juni eine LGBTQIA+ bezogene Leseliste zusammengestellt und stelle euch heute die Bücher vor, die ich eben im Rahmen des Pride Month lesen möchte. Ich freue mich das ganze Jahr immer auf dieses Projekt, das macht mir super viel Spaß. Das Feedback von euch dazu ist immer super gut und ich liebe es einfach. Es ist ganz, 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 ganz toll. Ich freue mich sehr. Ich habe 10 Bücher mir wieder ausgesucht und die stelle ich euch jetzt nach und nach vor und dann gibt es natürlich dann Ende Juni auch meinen Monatsrückblick, in dem ich dann euch sage, wie mir die Bücher gefallen haben. Alle Bücher haben entweder einen direkten LGBTQIA+-Bezug oder einen, von dem ich gehört habe, dass es den gibt, oder die AutorInnen haben LGBTQIA+-Bezug. Das erste Buch ist, soweit ich weiß, das Erstlingswerk von einem Autoren, der mittlerweile sehr erfolgreich ist und dann hat es das Erstlingswerk eben jetzt auch ins Deutsche geschafft, und zwar More Happy Than Not von Adam Silvera. Adam Silvera, More Happy Than Not, ist ein eigenständiger Roman von Adam Silvera. Wie gesagt, ich meine, das Erstlingswerk ist im Original von 2015, auf Deutsch eben erschienen 2022. Und ich weiß nicht, worum es geht. Und ich will auch gar nicht wissen, worum es geht. Ich tippe mal, es geht Adam Silvera-mäßig um junge Menschen, die sich mit ihrer eigenen queeren Identität auseinandersetzen, aber auch mit Schicksalsschlägen und anderen dramatischen Ereignissen in ihrem Leben. So typisch Adam Silvera eben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, worum es geht und ich werde es euch nicht sagen, weil sonst müsste ich es wissen und ich will es nicht wissen. Ich will mich einfach überraschen lassen von diesem Buch. Ich möchte blind in dieses Buch stolpern, denn alle Bücher, die ich bisher von Adam Silvera gelesen habe, haben mir gut gefallen. Warum sollte mir dieses nicht auch gefallen? Gut, es ist sein Erstlingswerk, wir lassen uns überraschen, aber ich glaube, dem steht nichts im Wege, dass das eine sehr, sehr gute Lektüre für mich wird. Adam Silvera ist, soweit ich weiß, selber queer und ich glaube, hier geht es auch wieder um queere Charaktere. Ja, dann haben wir als nächstes ein Buch, auf das ich mich schon ganz, ganz lange freue, das mir der Thienemann Verlag netterweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Und zwar ist die Rede von Aristoteles und Dante springen in den Strudel des Lebens von Benjamin Allier Saenz. Ich blende euch mal eben die englische Ausgabe ein, vielleicht kommt euch die ein bisschen bekannter vor, denn das ist der zweite Band zu Aristoteles und Dante. Das steht da hinten, da komme ich jetzt gerade nicht dran. Vielleicht blende ich euch auch nochmal den ersten Band auf Deutsch ein. Der sah da nämlich noch anders aus. Aber jetzt zu dem zweiten Band haben sie den ersten und den zweiten nochmal eben in einem schönen neuen Design rausgebracht. Und das ist eben dieses hier. Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. So heißt der erste Band, ist vor ein paar Jahren, als ich das auch im Rahmen des Pride Month Lesemonat gelesen habe, ein absolutes Highlight von mir geworden. Die beiden mexikanischen Jungs, die sich anfreunden und mehr darüber hinaus sich selbst entdecken und gemeinsam eben sich dem Leben stellen, sind mir so ans Herz gewachsen. Und als ich gesehen habe, dass es eine Fortsetzung davon gibt, habe ich immer vorgehabt, die auf Englisch zu lesen. Das habe ich aber irgendwie nie geschafft. Und dann habe ich jetzt gesehen, dass es das auf Deutsch endlich gibt. Und ich bin so froh, dass ich es jetzt auf Deutsch lesen kann. Und ich freue mich da schon so, 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 so lange drauf, diese Fortsetzung zu lesen. Und ich hätte sie auch fast schon gelesen, aber ich dachte, nein, das passt perfekt in den Pride Month. Und damit warte ich. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Also ich freue mich sehr, wieder was von Aristoteles und Dante lesen zu können. Und dann habe ich eines der absoluten Klassiker der queeren Literatur. Und zwar ist die Rede von Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde. Ich glaube, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Das sollte bekannt sein. Es ist ja der einzige Roman, den Oscar Wilde je geschrieben hat. Und er ist mittlerweile aus der Literaturgeschichte der westlichen Welt nicht mehr wegzudenken. Das Bildnis des Dorian Gray, super oft adaptiert worden, die Geschichte um diesen jungen Mann, überall irgendwie verwurstelt worden. Oscar Wilde, einfach einer der bekanntesten Autoren und einer der schillerndsten Persönlichkeiten Englands, die man so kennt heutzutage. Ich bin sehr gespannt. Es ist eine Schande, dass ich dieses Buch noch nie gelesen habe, aber umso mehr freue ich mich darauf, dass ich es jetzt im Juni machen kann und dass ich es jetzt endlich lese. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf Das Bildnis des Dorian Gray. Ja, und dann habe ich ein Buch, das vor ein paar Jahren auch relativ bekannt war. Jeffrey Eugenides, oder wie auch immer man das aussprechen mag, Middlesex. Ja, ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht.
In einem kleinen asiatischen Bergdorf fängt alles an. Ein junger Mann und eine junge Frau, Bruder und Schwester, fliehen vor den Türken nach Smyrna. Und als die Stadt brennt, nach Amerika. Es ist das Jahr 1922. Auf dem Schiff heiraten sie und lassen sich später in der Autostadt Detroit nieder. Niemand ahnt das Geheimnis dieses Paares, doch nach Jahrzehnten hat der Tabubruch der beiden ungeahnte Folgen. Ja, das klingt mega, mega spannend. Ich weiß nicht genau, wo der queere Aspekt in diesen Roman kommt. Aber ich weiß, dass es einen geben soll. Ich glaube, es hat auch viel mit Transidentität zu tun. Ich meine, das wäre auch Teil dieser Geschichte. Lassen wir uns überraschen. Ich werde euch berichten, wenn ich es gelesen habe. Ich habe dieses Buch sehr, sehr oft gesehen. Es ist in der Buchhandlung auch immer sehr präsent in Düsseldorf. Da steht es in dem LGBTQ. Ich weiß gar nicht, wie das da heißt, dieses Regal. Ich glaube, da steht LGBTQ drauf auf dem Regal. Da ist es auch immer halt drin. Deshalb tippe ich mal, dass das eben einen LGBTQ-Bezug haben muss, sonst würde es ja wohl kaum in diesem Regal stehen. Und da ist es immer sehr präsent gewesen in den letzten Jahren. Und ich freue mich darauf, herauszufinden, wo eben dieser Bezug da reinkommt. Hat relativ viele Seiten, ist, glaube ich, das dickste Buch auf dieser Liste. Hat mit über 700 Seiten, ist das, glaube ich, wirklich das seitenstärkste Buch hier. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ich sagen werde, wenn ich es gelesen habe. Und ich freue mich sehr auf Middlesex. Und dann haben wir ein Buch, auf das ich mich auch sehr freue, und zwar Christine Wunicke, Die Kunst der Bestimmung. Es geht um das Jahr 1678 und um einen Naturforscher, der nach London berufen wird, oder um die Sammlung eines Museums zu kuratieren. Und er lernt dann eben die Londoner Kreise kennen und einen jungen Mann aus diesen Londoner Kreisen, einen jungen Adligen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich lasse mich überraschen. Die hatte das vor kurzem einer Freundin von mir ausgeliehen, die das sehr gut fand. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt auf dieses doch sehr dünne Buch. 1678 ist, finde ich, ein super spannendes Jahr für so eine Geschichte. Man kennt ja eher so Geschichten dann entweder so aus dem Mittelalter oder so 1800, 1900 irgendwas. Oder Gegenwart. Aber so 17. Jahrhundert, ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und freue mich auf Die Kunst der Bestimmung. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Also ich freue mich auf alle diese Bücher. Seien wir mal ehrlich, ich freue mich auf alle diese Bücher. Und ich hoffe, dass ich sie auch alle schaffe. Aber 10 Bücher sollte ich eigentlich schaffen. Ich bin auch ein bisschen im Urlaub im Juni. Ich bin ein bisschen auf Reisen. Und da habe ich dann ja auf jeden Fall hoffentlich Zeit. Und ich freue mich. Ich freue mich auf all diese Bücher. Richtig, richtig toll. Dann haben wir als nächstes ein Buch, das ich damals wann habe ich das denn entdeckt? Im Rahmen für die Recherche irgendwann für die Uni. Christopher Isherwood, Mr. Norris steigt um. Und zwar geht es um Berlin, Berlin. Berlin der 1930er Jahre und eben einen Mann, der nach Berlin kommt und sich mit dem sehr offenen Leben der Berliner in den 30er Jahren, zu Beginn der 30er Jahre, eben ja, damit klarkommen muss. Und ich bin gespannt auf Mr. Norris steigt um. Ich weiß auch nicht, wo da der queere Aspekt ist. Ich meine, Christopher Isherwood an sich wäre selber queer gewesen. Aber ich will mich hier jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas jemandem zuschreiben, was nicht so ist. Ich weiß es nicht. Ich bin dann nur mal in meinen Recherchen drauf gestoßen. Der hat zwei sehr bekannte Romane und das ist, glaube ich, der erste. Der zweite ist auch in derselben Ausgabe erschienen wie der hier. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Leb wohl Berlin heißt der, glaube ich. Der heißt, glaube ich, Leb wohl Berlin. Wenn ich daran denke, blende ich es euch auch mal ein. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf dieses Buch. Ja, hier hinten steht es drauf. Leb wohl Berlin. Ja, das ist der erste Roman. Also das ist der vorherige. Mr. Norris steigt um, ist der erste. Und dann gibt es noch Leb wohl Berlin. Die haben nichts miteinander zu tun, spielen aber beide in Berlin. Letztes Jahr im Pride Month habe ich ein Buch gelesen, das der erste Band einer Trilogie war, was mich grandios begeistert hat, wo ich umgefallen bin, weil ich so begeistert war. Ein absolutes Jahreshighlight war dieses Buch. Die Rede ist von Adrian Mayfield. Und das hier ist der zweite Band. Adrian Mayfield, Versuch einer Liebe von Flortje Zwickmann. Es gibt die Ausgabe, die ich letztes Jahr gelesen habe. Davon gibt es nur den ersten Band. Und diese Trilogie gibt es nur komplett, also alle drei Bände in dieser Ausgabe. Deshalb jetzt eben eine andere Ausgabe als letztes Jahr. Adrian Mayfield spielt Ende des 19. Jahrhunderts in London. Und es geht auch um einen jungen Mann, der eben nicht so ja, gut dasteht in der Gesellschaft und sich ja, mit verschiedensten Jobs über Wasser hält dann und in etwas zwielichtere Kreise, in etwas, wie sagt man das,
rotlichtige Kreise, vielleicht sage ich es mal so, abdriftet und da auf jeden Fall Freundschaften und Bekanntschaften schließt. Und es geht um diese super coole Welt, diese super coole Stadt, diesen super tollen Charakteren. Also ich habe es geliebt, ich habe es ganz, 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 ganz doll geliebt. Eine super tolle Geschichte. Spielt auch so ein bisschen mit der realen Geschichte von den Leuten damals. Oscar Wilde ist zum Beispiel ein Nebencharakter. Und in dem zweiten Band wird die Geschichte fortgesetzt. Und ich freue mich sehr, Adrian Mayfield weiter auf seiner Reise begleiten zu können. Ja, dann haben wir ein Buch aus dem Männerschwarm Verlag. Die Schnapskarte von Sami Hilbo. Das ist relativ dünn. Das hat nur 200 Seiten. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber da draußen muss irgendwie so ein Ultraschallflugzeug gerade vorbeigeflogen sein. Das war auf jeden Fall gerade sehr laut. Sorry für die Unterbrechung. Also, die Schnapskarte. Es geht um einen jungen Mann, der nach dem Tod von irgendwem, ich weiß nicht, irgendein Familienmitglied stirbt. Seine Oma. Seine Oma stirbt und er reist in das Dorf seiner Kindheit und wühlt sich so ein bisschen durch die Unterlagen seiner Großeltern und findet in den Unterlagen seines Großvaters eben Beweise, oder was heißt Beweise, aber er findet Aufzeichnungen von seinem Großvater, die nahelegen, dass sein Großvater im Zweiten Weltkrieg und noch ein bisschen darüber hinaus eben nicht nur seine Großmutter geliebt hat. Zwinker, zwinker. Darum geht's. Finde ich klingt sehr cool. Es ist sehr geprägt, diese Leseliste, wieder von so vielen so historischen Büchern. Also wir haben jetzt 1600 irgendwas, 1800 irgendwas, 1930. Das muss ja jetzt dann so 1950 oder 60 rumspielen. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Wahrscheinlich spielt es in der Gegenwart ungefähr. Und das war mit dem Großvater, war dann ja so 50 rum. Keine Ahnung. So viel dazu. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Weiß ich gar nicht, was mich erwartet. Aber es ist halt sehr dünn und das ist dann so mal für zwischendurch. Ich habe sehr Lust auf dieses Buch. Bei dem nächsten Buch bin ich ein bisschen skeptisch. Ich habe mir das gekauft, weil ich es auf irgendeiner Liste mal gesehen habe und einfach dieser Liste blind vertraut habe. Und jetzt, als ich es mir gerade nochmal angeguckt habe, um so wenigstens so ein bisschen zu wissen, worum es geht, hatte das so einen schalen Beigeschmack ein bisschen. Und zwar ist die Rede von Jonathan starb, von Tony Duvert. Wahrscheinlich Jonathan, ich weiß nicht, das ist ein Franzose, der Tony Duvert. Ich weiß nicht, wie man Jonathan auf Französisch ausspricht. Ja, und es geht um einen Maler, der immer im Sommer auf den Sohn einer guten Freundin aus Paris aufpasst. Dieser Sohn kommt dann zu dem Maler nach Hause und verbringt da mit ihm den Sommer. So, und das ist erstmal ja eine Geschichte, wie sie jetzt ganz normal klingt. Ich glaube, diese Geschichte reiht sich aber ein in die Tradition der Knabenliebe. Falls ihr euch damit ein bisschen auskennt, falls nicht, Knabenliebe ist eine Sache, die in der Literatur sehr häufig, oder was heißt häufig, aber sehr viel vorgekommen ist, vielleicht auch immer noch stattfindet. Ein berühmtes Beispiel dafür ist zum Beispiel Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Da geht es ja auch um einen Mann, der eine Art Liebe für einen Jungen empfindet, aber der Junge ist halt ein Knabe, ein 14-jähriger Junge. Also gerade in der Pubertät, vor der Pubertät. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Buch auch so ein bisschen in diese Richtung geht und ich finde, das hat immer so einen ganz schwierigen Beigeschmack. Da ist die Trennlinie zwischen Kunst und Straftat ist, finde ich, immer sehr, 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 sehr dünn. Ich gehe nicht davon aus, dass in diesem Buch hier Pädophilie in irgendeiner Form angesprochen wird oder, was heißt angesprochen, in irgendeiner Form zelebriert wird, sagen wir mal so, nein, das wird nicht passieren. Trotzdem, mal schauen. Ansonsten breche ich es halt ab. Also wenn es mir nicht gefällt, dann höre ich halt auf. Lassen wir uns mal überraschen. Schwierig. Ist auch schwierig, darüber so zu reden. Ich will ja hier auch niemanden irgendwie triggern oder so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich gebe mein Bestes. Wenn es besser geht, gebt mir gerne Feedback dazu, als Jonathan starb. Wir lassen uns überraschen.
Ich finde, es ist eine sehr interessante Richtung der queeren Literatur und es gehört halt nun mal auch dazu, besonders in der Vergangenheit, weil sowas halt auch einfach häufiger gesellschaftlicher akzeptierter war als richtige, auf Augenhöhe gleichgeschlechtliche Liebe. Gut, reicht. Wir schauen mal. Und als letztes haben wir noch ein Buch, was ich jetzt von der Buchmesse mitgebracht habe, von Hannah Julian aus dem Deadsoft Verlag, Size vs. Silvers, River und Armand oder so. Es geht um eine Science-Fiction-artige Welt und um einen Menschen, der halb Mensch, halb Maschine, also ein bisschen Cyborg-mäßig ist, und um einen anderen Jungen, und die beiden haben was miteinander, verlieben sich. Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine mann-männliche Liebesgeschichte. Und eben dieser Cyborg-Sci-Fi-Aspekt kommt da auch noch mit rein. Habe ich mir bei der Buchmesse gekauft. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das ist so eine, so vermute ich und so hoffe ich es, dass es eine etwas lockerere, leichtere Geschichte ist, weil ich ja doch in diesen Pride Month-Lesemonaten immer ein bisschen dazu neige, so sehr harte Literatur da auch drin zu haben, und deshalb finde ich es dann immer ganz angenehm, wenn ich ein bisschen wechseln kann zwischen härterer Literatur und dann eher etwas leichtere Literatur, wenn ich dann immer so ein bisschen switchen kann. Ich habe dieses Jahr, ist es nicht so super vielfältig wie schon in den vergangenen Jahren. Ich hatte in den vergangenen Jahren auch immer mal versucht, einen Thriller mit reinzunehmen und vielleicht mal ein Fantasy-Buch. Da gab meine Auswahl jetzt aber nicht so viel her und ich hatte halt eben noch, ich habe auch noch, glaube ich, 3 weitere Bücher, die auch noch, oder 5 oder so, von denen ich weiß, dass sie auch noch in diese Kategorie jetzt hier in Pride Month mäßig mit reinpassen würden, aber ich wollte mich jetzt eben nur auf 10 beschränken, aber es ist halt kein Thriller und kein Fantasy-Roman und so dabei gewesen, sondern halt eher Geschichten, in denen die Menschen im Fokus stehen und nicht die Geschichte. Ich lese gerne auch Bücher, in denen die Geschichte im Fokus steht und die Charaktere einfach queer sind. Sowas mag ich auch sehr gerne, habe ich aber keins mehr von da. Wenn ihr da Tipps habt, immer wieder gerne her damit. So viel dazu. Das ist also meine Leseliste. 10 Bücher sind es. Ich gucke mal, ob ich sie noch alle irgendwie in den Bildausschnitt bekomme. Hier sind ein paar da und hier sind dann nochmal ein paar. Tada! 10 Bücher für den Juni. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr. Ich werde einen Ticken früher anfangen mit diesem Lesemonat. Ich werde wahrscheinlich schon so um den 25. Mai rum mit meinem Juni, offiziellen Juni quasi starten und auch schon so um den 25. Juni rum dann eben enden. Dann habe ich aber trotzdem halt einen ganzen Monat, weil ich ab Ende Juni für 3 Wochen eine Ferienfreizeit betreue. Und da bin ich ja unterwegs und dann bin ich bis im Juli unterwegs und ich würde das halt gerne vorher dann alles beendet haben, damit ich auch ein Video dazu machen kann und nicht, dass das Video dann erst Ende Juli kommt, sondern dann eben Ende Juni. Und deshalb passt es dann so ein bisschen gerade rein und ich schiebe meinen Juni einfach ein bisschen nach vorne. Aber ist ja auch egal, ich mache das ja nur für mich. Also ist ja auch Wurst. Ich wollte es euch nur ein bisschen erklärt haben. Falls dann das Juni-Video ein bisschen eher kommt, wisst ihr warum. Ich werde trotzdem einen Monat lang nur LGBTQIA+ bezogene Bücher lesen. Und das war's. Habt ihr ähnliche Pläne für den Juni? Sagt mal Bescheid, wenn ihr da irgendwelche Buchtipps habt oder wenn ihr auch vorhabt, vielleicht bestimmte Bücher nur im Juni zu lesen, dann lasst mich das gerne wissen. Meine Liste ist lang, mein Stapel ist hoch, aber ich freue mich trotzdem mega darauf. Ja, schön. So, das war's jetzt wirklich mit diesem Video. Wir sehen uns nächste Woche Freitag in einem neuen Video hier auf meinem Kanal wieder und ich sag bis dahin.